Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie an dem Webinar teilnehmen. Norris Medical, ein Global Player, hat jetzt seinen neuen Standort in Deutschland gegründet. Norris Medical generiert neue Lösungen für den Dentalimplantatbereich. Als geschäftsführende Vertreter für Deutschland präsentieren wir Ihnen im heutigen Webinar einen Bereich von vielen, der Akademietätigkeit von Norris Medical. Die Akademie bietet fachlich spezifizierte Informationen und Weiterbildungen online auf unserer Webseite an, die für Sie fachlich von großem Nutzen sind. Dr. Mankow, praktizierende Zahnarzt aus Berlin, wird Ihnen heute über seine guten Erfahrungen mit den Produkten und der Zusammenarbeit mit Norris Medical berichten. Vielen Dank für Ihr Interesse, Dr. Gellis. Bitte, Herr Mankow. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch bei diesem schönen Wetter, zumindest in Berlin, haben wir um die 30 Grad und Sonne, hier teilzunehmen. Deshalb möchte ich auch gleich anfangen und noch ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin selbstständig seit 1994 in eigener Praxis. Seit der Zeit implantiere ich auch, habe verschiedene Systeme ausprobiert, mit Außensechskantverbindung angefangen, dann über eine Nockenverbindung, interne Verbindung, einteilige Implantate. Also ich habe schon einiges durch und immer wieder Vor- und Nachteile gesehen. Und auch jetzt ist es so, dass ich zu den Implantaten von Norris Medical gekommen bin, weil mir bei anderen Systemen verschiedene Aspekte gefehlt haben. Darauf werde ich natürlich noch genauer eingehen im Laufe meines Webinars. Und damit beginnen wir jetzt auch gleich. Der Titel ist All on X, Perspektiven mit Norris Medical Implantaten. Vorab, natürlich kann man alle möglichen Versorgungen auch mit diesen Implantaten machen, aber das war für mich der Grund, warum ich überhaupt geguckt habe, was gibt es noch auf dem Markt, um meine Arbeit effektiver, effizienter, besser, voraussagbarer zu machen. Schon auf der letzten IDS, als das noch ging mit Messen, habe ich die Implantate und auch einige Lectures auf der IDS mit anhören können, damals aber noch nicht wirklich den Kontakt gesucht zu der Firma, zumal es hier in Deutschland noch keinen Vertrieb gab. Dann kam Corona dazwischen oder zum Glück oder in diesem Falle, weil sehr viele Webinars liefen und ich auch ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich mir die Seite von Norris Medical genauer angesehen und viele Kollegen aus den Vereinigten Staaten, aus Indien, Italien und Israel, sicherlich auch noch andere Länder, dort kennenlernen dürfen mit ihren Ansätzen in der Implantologie, was extrem interessant war. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich möchte diese Implantate ausprobieren und habe den Kontakt gesucht. Damals, das war im Mai dieses Jahres, gab es eben noch keinen Vertrieb und das Ganze ging über Israel und die ersten Implantate habe ich dann im Juni aus Italien bekommen. Okay, das zur Einführung. Was erwartet Sie in den folgenden 30 Minuten? Vielleicht wären es auch ein paar mehr. Ich habe das nicht geübt. Mal gucken, was kommt. Sie können gerne Fragen stellen. Wenn ich das nicht wahrnehme, dann gerne auch mal Bescheid sagen, wenn was Aktuelles ist, was ich gleich beantworten kann. Genau, fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Schon wieder ein neues System, wird der ein oder andere sicherlich denken. Die, die hier dabei sind, sind sicherlich interessiert, sonst wären sie nicht dabei. Aber natürlich können wir heute mit den auf dem Markt vorhandenen Systemen alle Indikationen in der Implantologie erfolgreich abdecken. Und das ist, ich will nicht sagen egal, man sollte vielleicht schon einen Global Player oder einen großen in Deutschland nehmen, um auch in 10 oder 20 Jahren noch Ersatzteile zu bekommen. Aber ansonsten funktionieren halt Titanimplantate.
dann meine persönlichen Erfahrungen mit All-On-Versorgung und natürlich aus Patientensicht. Dem Patienten ist es auch so ziemlich egal, welches Implantat er hat, zumindest im ersten Moment. Das muss funktionieren und er möchte dann Zähne darauf haben. Darauf werde ich jetzt im Einzelnen in den folgenden Minuten eingehen. Ich habe das mal hier zusammengebastelt, ein paar von einigen Webseiten ein paar Ausschnitte runtergenommen, um das nochmal zu illustrieren, was das jetzt so alles gibt auf dem Markt. Und so etwas ketzerisch gefragt, brauchen wir ein neues Implantatsystem? Da kommt Norris Medical mit dieser sehr großen Produktpalette daher und möchte nun auch in Deutschland die Implantate an uns Kunden, an uns Implantologen und Implantologinnen weitergeben. Hier sieht man schon das sehr breit gefächerte Sortiment jetzt direkt im Implantatbereich, unabhängig von den Abutments, die man auch hier sieht, vom Einzelzahnimplantat über lange Implantate für den Thyroid-Bereich, Zygoma-Implantate, verschiedene Formen. Darauf werde ich natürlich auch noch genauer eingehen. Jetzt zu meiner Erfahrung in dem Bereich. Wie gesagt, 1994 mutiere ich bereits. Zu Anfang war das, weil ich alles, wie soll ich sagen, alles können, das ist der falsche Ausdruck, aber ich bin ja halt normaler Zahnarzt, komme von der prothetischen Seite, war immer sehr chirurgisch interessiert und mache meine komplette Chirurgie auch alleine, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Feuerwöter in der Zehlendorfer Welle in Berlin. Und diese All-On-Geschichten, die haben mich schon immer interessiert. Ich habe auch mal in Berlin, ich weiß nicht genau, wann das war, jedenfalls einige Jahre vor 2011, da gab es einen Vortrag in irgendeinem Symposium über All-On-Versorgung. Damals haben alle im Publikum mehr oder weniger gestöhnt, als sie das gesehen haben, wie der Knochen da weggefräst wurde, um 4 Implantate in den Unterkiefer reinzukriegen. Und für mich war die Datenlage zu der Zeit auch noch so, dass ich gesagt habe, naja, das will ich erstmal nicht, ich muss ja auch funktionieren. Dann habe ich 2011 eine Patientin gehabt, da war das schon interessant, ihr das anzubieten. Und es war auch gerade ein Zeitpunkt, wo ich das Implantatsystem gewechselt habe. Und das war auch mein erster Fall, den ich auch gleich mal zeigen würde, den ich so versorgt habe. Hier steht ab 2015 keine Keramikbrücke mehr. Das stimmt nicht ganz. Ich würde sie sicherlich noch machen, aber die Patienten fragen eigentlich gar nicht mehr nach. Auch auf meine jetzige Prothetik, auf festsitzenden oder mit festsitzenden Implantate, das gehe ich nachher noch kurz ein. Was wir dann häufig haben, wir haben ja nicht immer die breiten und hohen Kiefer, wir haben oft schmale Kiefer, wir haben Kieferhöhlen, wir haben Nerven. All das erschwert es, die Implantate im richtigen oder so zu setzen, dass man dann auch vernünftig eine festsitzende oder auch herausnehmbare Versorgung machen kann. Dann gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, um eine Sofortversorgung zu wagen. Unter anderem ist das das Drehmoment, aber sicherlich nicht das einzige entscheidende Kriterium dabei. Und ja, wie kann ich die Implantate optimal im Kiefer verteilen? 2011 habe ich schon erwähnt, meine erste wirkliche Sofortversorgung, also Zähne raus und Implantate rein. Damals habe ich so ein bisschen gespielt und habe mir von einer Firma nach einem DVT diese Stereolithografie-Modelle machen lassen. Hier sieht man noch die vorhandene Dentition. Dann konnte man mit einem Bohrer die Implantatposition markieren, die man sich ausgesucht hat. Über diese Stäbe da drin habe ich mir dann so eine Schablone hergestellt, die hier knochengelagert war, mit einer Knochenschraube befestigt wurde und die saß auch erstaunlich gut. Aber relativ aufwendig das Ganze, aber es hat funktioniert. Über ein Wex-Up gefertigtes Tiefziehschiene habe ich mir dann dieses Luxatemp-Provisorium gebastelt. Das war dann für circa 4 Monate im Patientenmund und wurde dann durch diese Composite-Brücke ausgetauscht. So fing das bei mir an. Erst relativ wenige Patienten, die ich dann weiter so versorgt habe, wurde aber jedes Jahr mehr. Im Laufe dieser Zeit habe ich mich nicht nur nach Implantaten umgeguckt, sondern auch verschiedene andere Sachen hier angeschaut. 2011
bei einer Fortbildung in Nürnberg. Da war der Professor Schuchhohn und hat das PRF vorgestellt. Extrem interessante 2 Tage, da ging es um die ganze Medizin, die da so hinten dran hängt an der Zahnmedizin, wurde sehr gut rübergebracht. Und damals habe ich mir die Zentrifuge. Die Zentrifuge aus Frankreich bestellt, weil die dort vertrieben wurde, musste dann aber feststellen, dass es eigentlich ein deutsches Fabrikat ist. Wie dem auch sei, heute wird eine größere verkauft, meine funktioniert immer noch. Seitdem arbeite ich auch damit. Ich habe gute Erfolge, auch vom Gefühl her, gerade in der Wundheilung. Als das anfing, haben ja alle gesagt, ja, Knochenneubildung, das ist ja eigentlich nicht so viel besser oder gar nicht besser, kann man eh nicht nachweisen. Das ist auch nicht für mich der entscheidende Faktor dabei, sondern tatsächlich bei Augmentationen einfach eine sichere Revaskulierung zu erreichen, damit eine bessere Wundheilung. Seit 2015 benutze ich auch den Grinder, den man hier sieht, auch ich glaube, direkt auch eine Erfindung aus Israel, wurde auch viel zu geforscht in Südkorea und in Israel. Ich habe die damals noch bestellt in London auch, gab es die auch noch nicht auf dem Markt. Und auch das funktioniert wunderbar, kann man übrigens auch sehr gut benutzen. Das ist auch ein Fall, den Sie dort sehen, von Zähnen, die ich bei einer Sofortversorgung entfernen musste. Parodontal geschädigtes Gebiss sehen wir auch gleich noch. Und diesen Dentinbrei habe ich dann auch zur Augmentation gleich weiter benutzt. Günstiges Verfahren, autologes Verfahren und sehr gut anzuwenden. Seit 2 Jahren benutze ich dann auch die Densa-Bohrer. Die gab es tatsächlich dann schon auch in Deutschland. Ich habe zwar in Amerika nachgefragt, aber ADS hatte sie dann doch schon im Programm. Für viele Situationen, ob das Sinuslift ist intern oder eben auch bei schmalen Kieferkämmen eine tolle Sache. Gibt es auch gute Lectures bei YouTube, zum Beispiel von Sif Mazor, der auch mit Norris Medical Implantaten viel macht. Kann man sich gut angucken und eine Menge bei lernen. Das nur so ganz kurz zu dem, was ich neben den Sofortversorgungen natürlich noch mache. Ich bin auch noch ein normaler Zahnarzt und mache jeden Tag auch noch Füllungen. Wurzelkanalbehandlung versuche ich an unsere Kollegin abzugeben, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag eine Sofortversorgung habe. In 2 Wochen habe ich wieder 3 in einer Woche, aber ansonsten vergeht der Tag auch mal ohne ein Implantat. Okay, wenn wir Sofortversorgung meinen oder machen, denken wir da häufig daran, dass wir Zähne entfernen und dann gleich die Implantate setzen und der Patient kriegt am nächsten Tag seine Brücke und ist zufrieden. Das geht leider nicht immer, beziehungsweise ist das ja auch eine Frage, wie geht man überhaupt an eine Versorgung ran? Das ist zum Beispiel eine Patientin, die habe ich 2015 kennengelernt. Die hatte davor schon mal Implantate, als sie zu mir kam, waren da keine mehr drin. Und mit der totalen Prothese konnte sie nicht leben. Für sie war das ein Graus. Wenn sie zu Hause war, hat sie die nicht getragen, nur in der Öffentlichkeit hat sie sich die reingesetzt und ich sollte ihr helfen. Und ich sagte, kein Problem, ich mache ja Sofortversorgung. Dann habe ich das DVT gemacht und habe dann gesehen, na, so einfach ist das hier doch nicht. Sehr schmaler Kieferkamm, sehr große Kieferhöhlen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können was machen. Wir müssen sicherlich zweizeitig arbeiten. Das Ganze hat ich weiß es nicht ganz genau, aber mit allogenen Knochenplatten gearbeitet, erstmal den Aufbau gemacht, dann, ich glaube, nach 5-6 Monaten das wieder aufgemacht, implantiert und dann die Prothetik, natürlich dann nicht als Sofortversorgung gemacht, sondern hier zu sehen, da ist ein Titangerüst drunter, hier mit der Einprobe zu sehen, auf dieses Titangerüst werden dann vom Techniker auch noch Retentionen gemacht. Also die Zähne stehen da jetzt nicht so drauf, wie das hier zu sehen ist, sondern da werden feine Titandrähte noch rangeschweißt, damit das besser funktioniert. So mache ich auch meine Prothetik heute bei den Sofortversorgungen. Das dauert circa 24 Stunden, bis die Brücke fertig ist. Gehe ich auch gleich nochmal, eigentlich kann ich es gleich erzählen. Der Vorteil dieser Versorgung ist, die Patienten kriegen ein recht ordentliches Ergebnis schon nach einem Tag, sowohl ästhetisch als auch von der Haltbarkeit, weil wenn ich eine Sofortversorgung mache,
möchte ich die Sicherheit haben, dass das, dass diese Brücke, die ich dort raufschraube, auch möglichst die Implantate über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monate verbindet und nicht zwischendrin vielleicht schon nach 3 Wochen mal ein Bruch auftritt, wo man dann eigentlich ja nicht so gerne daran schraubt. Und das gewährleistet mir dieses Vorgehen. Das Zweite ist natürlich, nach der Einheitszeit, nach 6 Monaten oder auch manchmal noch länger, haben wir natürlich Veränderungen im Kieferkamm. Und dieser Brücke ist es kein Problem, die runterzuschrauben, unter Fütterungsabdruck zu machen und das nochmal zu reversieren, Defekte aufzufüllen. Oder auch wenn der Patient sagt, ihm gefällt das jetzt gar nicht, kann man natürlich im Extremfall auch noch neue Zähne relativ einfach einstellen. Deswegen vorhin die Aussage, ab 2015 mache ich keine Keramikbrücken mehr, weil diese Sachen auch noch nach 5 Jahren gut aussehen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie der Patient das pflegt, aber das ist ja bei anderen Versorgungen auch der Fall. Das ist die Röntgenaufnahme von dem Fall hier mit 8 Implantaten. Mache ich in der Regel nicht, aber es ist ja auch keine Sofortversorgung gewesen. Auf beiden Seiten ausgediente Kieferhöhlen aufbauten und da war es mir einfach sicherer, dort 8 Implantate zu setzen. Die Patientin strahlt. Das sieht auch heute noch so aus. Ich könnte einmal öfter kommen zur Kontrolle. Aber einmal im Jahr schafft es dann doch. Okay. 2015, wie gesagt, da ging es dann mehr los, weil ich dann von der Keramik weg ging und auch bestimmte Menschen in mein Leben traten oder ich die gefunden hatte, die mich motivierten, in der Sache weiterzumachen. Das ist ja auch immer gerade so als Einzelkämpfer. Ach, traust du dich das? Machst du das? Fängst du damit an? Fällst du auf die Schnauze oder nicht? Und zum einen plane ich immer sehr gut und traue mir auch einiges zu. Und zum Glück geht auch sehr viel gut, sodass wir damit angefangen. Das war eine Patientin Mitte 50, stark fortgeschrittene Parodontitis, Lockerungsgrade der Zähne 2 bis 3, maximal 1 bis 200 Zähne waren da irgendwie noch zu erhalten. Allerdings, wie dann eine Versorgung bei dem Biss zu machen, weil das war die Frage. Und das habe ich mit ihr dann auch erörtert. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, hier eine Sofortversorgung zu machen. Mit dem Vorteil für sie, dass eben keine Tragezeit einer totalen Prothese, weil das war so das Schlimmste, was ich vorstellen konnte. Die Patientin hatte im Oberkiefer noch alle 16 Zähne inklusive Weisheitszähne und sie wollte da definitiv keine Platte haben. Und wir haben es entsprechend geplant und dann das Ergebnis nach einem Tag, haben wir diese Brücke aufgeschraubt, wie schon besprochen, das ist Komposit mit dem Titangerüst. So sieht das Röntgenbild aus. Also das ist relativ klassisch. Heute würde oder werde ich das anders machen, da komme ich auch noch drauf. Ich denke, man braucht nicht unbedingt zwischen den beiden Kieferhöhlen 6 Implantate, um stabiles Ergebnis zu haben. Da gibt es andere Aspekte. Allerdings ist es natürlich schon so, falls mal ein Implantat hier nicht funktioniert, dann gehen sicherlich noch 5, wenn es nicht gerade die angulierten sind. Da nochmal ganz kurz zu der Prothetik. Dieses Titangerüst kann vom Techniker getrennt werden. Also wenn zum Beispiel dieses Implantat hier nicht funktioniert, wird es hier getrennt. Man macht im Grunde genommen eine neue Abformung, indem man hier einen Abformpfosten drauf macht und das miteinander verbindet und dann kann das wieder verschweißt werden. Also es ist kein so großer Aufwand. Bei einer Keramikbrücke, wenn da was bricht oder da was kaputt geht, fange ich ja wieder von vorne an. Das ist mal so ein Lippenbild von der Patientin danach. Die kommt auch nicht so häufig, aber einmal im Jahr schafft auch sie das. Mittlerweile schraube ich die Brücken jetzt nicht mehr jährlich runter, sondern wir machen normale professionelle Zahnreinigung mit Airflow und mit Flossen darunter. Es ist auch ziemlich dicht gearbeitet. Also die Prothetik ist so, dass die auf dem Kieferkamm aufliegt, weil die meisten Patienten kriegen das eh nicht in den Seitenzahnbereich, dann noch irgendwo zu flossen. Und die Verhältnisse, wenn ich die Brücken runterschraube, sind eigentlich immer erschreckend gut. Also da gibt es selten größere Probleme, obwohl das weitestgehend dicht ist, dass keine Nahrungsreste eben sich dazwischen setzen können. Ja, brauchen wir Zygoma- und Thyroidimplantate? Das hier ist eine Patientin, die habe ich noch nicht versorgt, da mache ich auch in 2 Wochen erst weiter. Die habe ich vor Corona implantiert, dann war jetzt Ruhe und war eigentlich auch vorgesehen für eine Sofortversorgung. Allerdings, und das habe ich auch schon öfter bemerkt, war es da so,
dass die Patientin schon lange zahnlos war und der Knochen D3, D4 eigentlich fast überall, also in der Front, auch hier in dem Bereich, wo man denkt, da kann man irgendwo noch ein gegenkortikales Drehmoment bekommen oder hier im Thyroidbereich, habe ich das nicht geschafft, so vom Gefühl her das Drehmoment zu erreichen, wo ich mich getraut hätte, das sofort zu versorgen. Das heißt, die Patientin, da sie schon eine totale Prothese hatte, musste jetzt noch ein halbes Jahr weiter ohne festsitzende Versorgung leben, was wir jetzt natürlich nachholen werden. Dann ist jetzt die Frage, kann man das eventuell mit einem anderen Implantatdesign, mit anderen Schrauben verbessern? Das wird sicherlich nicht immer möglich sein. Man als Behandler sollte man da immer ehrlich zu sich sein und auch dem Patienten natürlich vorher eine Aufklärung. Da gehe ich heute wenig drauf ein. Aber die Aufklärung ist natürlich sehr intensiv, allgemein implantologisch und natürlich auch speziell für die Sofortversorgung oder eben auch Alternativen, dass der Patient dann, wenn man es nicht gleich macht, nicht zu sehr enttäuscht ist. Dann lieber abwarten. Und na, das ist noch eine andere Patientin, die ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, also die ist versorgt, mittlerweile glaube ich schon 3 oder 4 Jahre. Auch da war es so, dass ich mich da nicht getraut habe, eine Sofortversorgung zu machen. Und wir sind auf Nummer sicher gegangen und haben das erst nach einem halben Jahr versorgt. Okay, das sind so zwei Begriffe, die ich aus den Webinars von meinen Kollegen aus Übersee gehört habe und auch mal nachgeguckt habe natürlich. Das kennen wir unter Unterstützungsprotokoll, also Posterior Spread und CTV Composite Insertion Torque. Sind zwei Begriffe, die in dem Zusammenhang wichtig sind bei Sofortversorgung. Ich habe mal so ein kleines Diagramm dazu gemacht. Das soll einen Oberkiefer darstellen. Hier mit 6 Implantaten in der Front, wie wir es vorhin gesehen haben. Dann die beiden Kieferhöhlen und hier hinten ist nichts. Wenn man das jetzt mal verbindet, dann hat man mit dem Anhänger im distalen Bereich ungefähr dieses Unterstützungspolygon. Und wenn wir das jetzt auf der anderen Seite sehen, mit nur 4 Implantaten in der Front kommen die sich auch nicht so nah. Und im distalen Bereich, im Thyroidbereich noch 2 Implantate und wir haben ein wesentlich größeres Unterstützungspolygon. Statisch deutlich besser. Die Implantate sind in beiden Fällen natürlich verlinkt, aber wir haben, verbunden. Und wir haben aber den Anhänger nicht. Also wenn ich das hier nicht kann, sprich die distalen Implantate nicht setzen kann oder nicht setze, oder der Patient vielleicht auch nicht so viel Geld hat für so viele Implantate, dann mache ich bei der Einheilung in der Regel keine Anhänger. Und erst wenn ich die Brücken nach einem halben Jahr runterschraube, macht mir mein Zahntechniker dort die fehlenden Zähne noch ran. Was bei der Prothetik, die ich anwende, wie ich bereits gesagt habe, ja problemlos möglich ist. Der Composite Insertion Torque, also die Summe der Eindrehmomente der Implantate, da gibt es jetzt nicht so ganz genaue Angaben. Man hört ja immer so 30, 35 Newtonzentimeter pro Implantat, würde jetzt bei 4 Implantate 120 Newtonzentimeter bedeuten. Ich hatte gefühlt auch schon mal weniger, ist trotzdem gut gegangen, aber ich hatte auch schon mal mehr und das Implantat ist nicht fest geworden. Also sicherlich als einziges Merkmal für den zukünftigen Erfolg nicht ausschlaggebend, aber schon wichtig und auch vom Gefühl her ganz toll, wenn das Implantat nicht wackelt, wenn man da die Abutments draufschraubt. Um nochmal bei den weiteren Merkmalen zu bleiben, die vielleicht wichtig sind für den Erfolg einer Sofortversorgung, sicherlich auch die Gegenbezahnung. Also habe ich im Gegenkiefer ein weiteres All-on, eine weitere All-on-Versorgung oder ist der Patient sogar vollbezahnt, trägt er eine Prothese. Das ist natürlich wichtig. Wie ist die Okklusion? Sieht aus, als ob er ständig mit seiner Kaumuskulatur presst. Sollte man im Blick behalten, damit man möglichst sicher sein kann, dass das funktioniert. 100% haben wir ja sicherlich nie dabei. Okay, ich hatte ja vorhin bereits erzählt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Noris-Implantat.
dass ich damit anfangen wollte, habe dann die Kontakte hergestellt. Nur es war da sehr hilfreich und das ging auch, obwohl hier noch kein Vertrieb war, recht schnell. Und dann habe ich, glaube Ende Mai die Implantate bestellt und im Juni zwei Patienten gemacht und dann später noch einen anderen. Das waren Unterkieferversorgung. Wobei bei beiden Patienten, das war aber Zufall, das waren beide meine ersten Oberkieferversorgungen, die ich mit den Composite-Brücken gemacht habe, im 2015. Sie kamen jetzt wieder und wollten den Unterkiefer versorgt haben. Und das sind die Bilder dazu, also Oberkiefer 2015. Auch hier hätte man sicherlich im Bereich der Prozesspyrie die Implantate setzen können damals. Habe ich noch nicht gemacht zu der Zeit. Heute würde ich wahrscheinlich hier vorne etwas auflockern. Die beiden Zweier, die angulierten und hinten lieber setzen. Okay, hier im Unterkiefer sind jetzt die Norris Tough Implantate. Sehr angenehm einzubringen. Ich gehe auch noch darauf ein, wie man die einbringt und was da, wie das Implantat verpackt ist und wie das Handling ist, damit Sie davon eine Vorstellung haben. Das ist die zweite Versorgung, auch Oberkiefer im 2015 und Unterkiefer jetzt im Juni 2020. Okay, warum habe ich jetzt, gehe nochmal einen zurück, also Oberkiefer anderes System, kann ja sagen, das ist ein spanisches System, auch nicht schlecht, Bionair in dem Fall. Ich habe das auch mit anderen Implantaten gemacht, funktioniert ganz gut. Und trotzdem bin ich jetzt bei Norris gelandet und denke auch, dass ich das weiter verwenden werde. Weil sie doch ein paar Eigenschaften haben, die andere Implantate nicht mitbringen. Also zum einen, Norris hat in der Produktpalette nicht nur Implantate, die so bis 15, 16 mm gehen. Und gerade bei den angulierten Implantaten oder Implantate für den Bereich, der Thyroid-Bereich, braucht man Längen, um zur Gegenkortikalis zu kommen oder auch zum harten Knochen, zur kompakten Thyroid zu kommen, die deutlich länger sind als 15 mm, also 18, 20, 22 mm oder vielleicht auch 25 mm. Die sind bei den meisten Implantaten, die ich kenne zumindest, sind sie nicht vorhanden, beziehungsweise wenn sie vorhanden sind, haben sie nicht die Eigenschaften, sich dort auch verankern zu können. Dann natürlich der schmale Kiefer, den wir auch oft haben, dass man die auch dort sicher einbringen kann, zwischen die beiden kompakter Lamellen, den die Spongiosa fühlt und dann die Implantate gut einbringen kann. Ja, einfache Handhabung der Implantate ist für mich natürlich wichtig, gerade wenn ich im distalen Bereich, im Thyroid-Bereich implantiere, ist es ja oft relativ unübersichtlich, sollte man vorher auch mal gucken, wie weit kriegt der Patient da seinen Mund auf. Das zweite ist aber, auch da habe ich verschiedene Multi-Units ausprobiert, die handhaben sich alle so ein bisschen anders und jetzt bei den ersten Fällen, die ich mit Norris gemacht habe, lassen die sich sehr gut in das Implantat einsetzen und auch sicher arretieren, um nicht im hinteren Bereich eventuell dann das Ding doch zu verlieren. Kann ja immer passieren und dann ist es im Patientenmund. Wenn man Glück hat, spuckt der Patient das dann auch aus. Okay, das Bild habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Oberkiefer 2015, Unterkiefer jetzt. Sieht ziemlich einfach aus. So viel Kiefer wünscht sich ja jeder Implantologe. Was man da aber nicht sieht, das ging eigentlich über die gesamte Breite des Kiefers, dass der Kiefer so aussah. Also ampullenförmig, auch in der Front total schmal. Nicht so ganz einfach zu inserieren. Und achso, da gebe ich noch einmal zurück. Da kann man dann bei einem chronischen Implantatsystem, wie es das TAF-System ist, was an der Spitze deutlich schmaler ist als im Halsbereich, dann trotzdem noch mit, also auch beim Bohren natürlich schon aufpassen, dass man da nicht rauskommt. Aber auch beim Einbringen hat man ein sehr gutes Gefühl, dieses Implantat dann auch in solche Situationen im Knochen zu lassen und dann irgendwo hier im Bereich der Kompakter gut zu verankern. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus oder eine Planung aus einem, für ein anguliertes Implantat, Bereich 1,5, schräggestellt, Kieferhöhle. Und wenn man das jetzt mal ausmisst in der Cross-Section, dann ist man hier auf einmal bei 21 mm.
Und gerade in dem Bereich habe ich die Erfahrung gemacht. Ich bringe hier ein 15 mm Implantat ein, habe eigentlich ein tolles Drehmoment und trotzdem wird es nicht fest. Da fragt man sich, warum. Sicherlich Okklusion auch wieder ein Thema. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt doch ein längeres genommen hätte, obwohl ich mich hier noch in den Bereich bewege, um da die Spitze zu verankern, ist das sicherlich noch einmal sicherer. Und dann kommen wir zu den Norris Medical Implantaten. Die haben, ja wie gesagt, eine ganze Menge im Angebot. Ich habe bisher ausprobiert das TAF. Das Theorifit mache ich in 2 Wochen. Und die anderen habe ich noch nicht probiert. Wobei, das sind Varianten. Ich denke, mein Mauszeiger sieht man, nicht? Wenn ich hier die ganze Zeit damit... mein Mauszeiger sieht man, oder? Wenn ich hier bewege? Ja. Ja, okay. Ich habe... Also die Implantate, die Sie jetzt auf den Röntgenbildern gesehen haben, das waren jeweils die TAF-Implantate, konisch, kommen gleich nochmal auf die Geometrie in einem weiteren Bild. Die Verpackung wird mittlerweile in 2 Varianten angeboten. Ich hatte bisher nur die erste Variante, die Sie hier sehen, mit Halter. Halter ist dieses Teil hier, was eine sehr sichere Handhabung des Implantates gewährleistet. Es ist hier verbunden. Man kann das Implantat händisch entnehmen, hat einen sehr sicheren Halsumsatz, kann also nicht runterfallen. In dem Halter ist dann auch die Verschlussschraube integriert, die rausgeschraubt werden kann. Wenn man jetzt keine Sofortversorgung macht, gedeckte einheilen lassen möchte, kann man die da rausschrauben und in das Implantat schrauben. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe mittlerweile auch ein paar Einzelzähne gemacht, auch als Sofortversorgung oder standardmäßig. Bisschen tricky ist es, aber vielleicht habe ich da auch noch nicht den richtigen Trick rausgefunden, weil die Verbindung hier so gut ist und ich das Implantat herausnehmen kann. Es ist dann schwierig, wenn die Lücke eng ist, diesen Halter durch eine enge Lücke zu kriegen. Und ich hatte dann die andere Verpackung schon gesehen und mittlerweile kann man die auch kaufen. Die sieht dann so aus, halterlose Verpackung. Da sehen Sie zwar hier auch ein Kopfstück, wo auch die Schraube drin ist, aber da ist die Verbindung in die Tiefe des Implantates nicht dran. Also deshalb, praktisch, wie man hier auf dem rechten Bild sieht, das Implantat ohne Halter so aussieht, dass man dort direkt mit einem Handinstrument oder auch mit dem Winkelstück dann und eingespannten Einbringinstrument das Implantat entnehmen kann und dann eben auch in schmale Lücken inserieren kann. Also da ist für jeden was dabei. Sicherlich auch, welche Vorlieben man da hat. Die einteiligen Implantate möchte ich auch mal zeigen. Also ich gehe jetzt heute nicht auf alle ein, aber da ich sie auch schon gesetzt habe und auch mal so eine Kugel natürlich interessant ist, möchte ich sie zumindest erwähnen. Oder für schmale Kieferkämme, wenn nicht augmentiert werden soll oder kann, finde ich diese beiden Implantate auf der rechten Seite, Mono, Mono, Biegbar, interessant, habe ich noch nicht gesetzt. Bei dem Biegbar ist spannend, das ist ja nicht neu, die IDE-Implantate, die wurden ja auch schon hin und her gebogen vor vielen Jahren. Aber hier ist es so, dass das Einbringinstrument bei dem Biegbar nicht hier oben ansetzt, sonst würde sich das ja schon verbiegen, sondern das geht hier unten runter auf diese, ich weiß nicht, ob das ein Sechskant ist, aber da gibt es ein spezielles Einbringinstrument, sodass man das Drehmoment sicher auf den Implantathals bringen kann und dann die Biegung mit einem Spezialinstrument vornehmen kann. Also wer sowas machen möchte, ist da sicherlich auch gut bedient. Ich habe das in der Fortbildung aus dem, wo kam das her? War nicht Indien, da habe ich das gesehen. Derjenige, der das da gemacht hat, hat das wirklich gut gemacht. Einfach versorgen, kann man gleich sofort versorgen. Kunststoffpulsierung oben drauf, 2, 3 Implantate im Seitenzahnbereich, im Unterkiefer, wenn der schmal ist, sicherlich nicht schlecht. Okay, jetzt mal zum Material. Material, Deutschland ja auch immer viel diskutiert. Ich habe mit diesem Material schon verschiedene Systeme auch eingesetzt. Es ist eine Titanlegierung, Titangrad 23, was eine, ich möchte mal sagen, Abwandlung des Titangrad 5 ist. Das ist eine Aluminium-Vanadium-Titanlegierung. Die Extra Low Interstitials hat, so heißt das ELI, glaube ich, da hinten. Ja. Was bedeutet, dass die Metallgitterstruktur besonders eng ist, also diese 3 Elemente sind dort sehr eng aneinander gelagert,
bin da kein Physiker oder Chemiker, sodass dort andere Atome wie Eisen, Kohlenstoff und Sauerstoff wenig Platz haben, was die Korrosionsbeständigkeit sehr stark heraussetzt. Natürlich habe ich auch geguckt in der Literatur, da ist eigentlich wenig zu finden, was macht das Vanadium, das ist ja ein giftiges Metall. Allerdings ist es so, dass 50% der medizinischen Implantate, das habe ich mal so als Schlagwort in einem Artikel gefunden, also Knieprothesen, Schrauben, Nägel in der Orthopädie, alle die sind aus dieser Legierung. Und tatsächliche Untersuchungen zu dieser Legierung, die irgendwo negative Aspekte im Zellwachstum gezeigt haben, habe ich zumindest nicht gefunden. Allerdings bin ich natürlich auch kein Wissenschaftler. Das sollen andere bewerten. Das ist zugelassen, dieses Material, und hat eben sehr viele Vorteile im physikalischen Bereich. Das zeige ich auch gleich noch kurz eine Tabelle. Diese TAF-Implantate, die wir schon gesehen haben, die sind mit Resorbable Blast Media gestrahlt, was bedeutet, dass dieses Material, das sind wohl Calciumphosphatpartikel, relativ leicht von der Implantatoberfläche heruntergewaschen werden können, sodass diese dann sehr rein auch ist und nicht irgendwelche Strahlpartikelrückstände dann noch hat. Das hatte ich bereits gesagt. Die physikalischen Werte sehen wir hier nochmal von der American Society of Tests und steht für, habe ich vergessen, Material, ja. Herausgegeben sieht man hier unten den Grad 5, und bei der Zugspannung ist doch ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Grad 4, der so üblich ist bei den deutschen oder in Deutschland vertriebenen, ich will hier nicht deutschen Implantate sagen, aber in Deutschland vertriebenen Implantate, ist doch eine deutliche höhere Zugspannung möglich. Auch die 0,2% Gengrenze ist deutlich höher und das Elastizitätsmodul ist ungefähr gleich. Was bedeutet das? Ich kann Implantate herstellen, die einen geringeren Durchmesser haben und trotzdem noch genug Kraft aufnehmen können, ohne im normalen Fall im Mund zu brechen. Das sehen wir dann hier auch mal beim TAF-Implantat. Hier vielleicht nochmal zur Abbildung, also chronisches Implantat. Verschiedene Gewindebereiche hier im Spitzenbereich. Ein schneidendes Gewinde, was ich vorhin sagte, geschmeidig einbringen. Auch im schmalen Kiefer, das ist damit möglich. Man kann also da auch den Einbringwinkel noch so leicht ändern, wenn der Knochen das zulässt. Dann im mittleren Bereich ein Kompressionsgewinde, was auch im weichen Knochen ein erhöhtes Drehmoment ermöglicht, und im Halsbereich ein Mikrogewinde. Das gibt es übrigens dann auch noch, kann man vielleicht hier im oberen Bereich sehen, auch noch poliert bzw. maschined. Da ist also keine Strahlung erfolgt. Habe ich auch schon gesetzt, ob es jetzt wirklich ein Vorteil oder ein Nachteil ist, bleibt der Knochen da, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber gerade wenn man gewinkelte Implantate setzt, hat man häufig das Problem, dass die eine Kante im Knochen versinkt und das andere ist sichtbar, dann kann das ja vielleicht ein Vorteil sein. Also finde ich zumindest als Idee gut. Hier sind nochmal die verschiedenen Durchmesser zu sehen, also die Innensechskantverbindung hat einen Innendurchmesser von 2,42 mm und diese drei Werte hier unten, D, die 1, die 0, sehen wir gleich nochmal in der Tabelle, wobei halt D die absolut größte Breite ist, die 1 ist das Gewinde und die 0 ist die Spitze ohne Gewinde. Dann gibt es da auch im Katalog ein schönes Bohrprotokoll, das hängt bei mir im Eingriffsraum auch an der Wand, gucke ich immer nochmal drauf. Sicherlich ist das System 1, wo man so ein bisschen Gefühl haben sollte und vielleicht schon ein paar Implantate eingebracht haben sollte, weil es keinen endgültigen Formbohrer in dem gibt. Allerdings natürlich auch ein Vorteil, wenn der Knochen weich ist und man geht bis zum Ende, weiß jeder, dass das Drehmoment vielleicht nicht ausreicht, um eine Osseointegration zu ermöglichen. Aber nach dieser Tabelle, wenn man sich danach richtet, dann hat man sicherlich schon gute Erfolge. Hier nochmal so ein bisschen aufgedröselt nach die 1, die 2 und die 3, die 4 Knochen, wie man da vorgehen sollte. Es gibt auch chronische Bohrer,
Im Katalog habe ich nicht probiert. Also in der Kassette, die ich habe, sind diese Bohrer drin und die funktionieren auch toll. Hier zu den Tafelimplantaten, die fangen also bei 3,3 mm an, wobei das eben die Breite oder der Durchmesser besser gesagt im Bereich der Verbindung ist, also Kristall. Die 0 Spitze 1,5 und die 1 Gewinde 2,6, da kann man sich vorstellen, dass man da auch relativ schmale Kiefer noch gut mit bearbeiten kann, zumal ja der Bohrer nicht auf 3,3 aufbereitet, also Oberkiefer, weicher Knochen mit einem 2 mm Bohrer vorgebohrt und dann mit entsprechendem Gefühl eingebracht, sieht man, wie sich der Knochen auch weitet. Die gehen dann bis 6 mm, was bei einer Länge von 6 mm auch für im Bereich der kurzen Implantate im Seitenzahnbereich gute Versorgung und Primärstabilität ermöglicht, habe ich auch schon zwei von gesetzt. Lässt sich wirklich eine gute Primärstabilität erreichen. Prothetik habe ich da noch nicht drauf, kann ich also noch nichts zu sagen. Wird man sehen. Dann für den Bereich des Prozesses Thyroideus gibt es zwei Implantate, das Thyrifit und das andere habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich würde das hier nehmen oder ich werde dieses hier in 2 Wochen benutzen bei meinen nächsten Fällen. Auch diese Geometrie sehr spitz am Apex, scharfes Gewinde, um in der Corticalis Verankerung zu finden. Da man Thyroidimplantate ja in 2 Ebenen schräg einbringt, bleibt sicherlich auch ein Bereich, also die muss man nicht komplett im Knochen versenken, zumal ja gerade im Bereich des Tuber, wo man ja anfängt, die einzubringen, oft eine relativ dicke Schleimhaut ist, kann man also ohne Probleme draußen lassen, hat hier eine sehr glatte Oberfläche, die eben Anlagerung von Bakterien, Plack erschwert. Einbringinstrumente gibt es natürlich entsprechend lange Bohrer dann dafür und auch Osteotome, die man in dem Bereich benutzt, um bis zum Prozess des Thyroideus überhaupt vorzudringen und dann eben zu fühlen, wann wird der Knochen dicht, wann erreiche ich die Kompakte. Die gibt es in den Längen 18 bis 25 mm und in der Standarddurchmesser 4,2 im Halsbereich und 2,5 an der Spitze. Okay, Zygoma-Implantate ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber auch da haben die tolle Sachen entwickelt von Norse Medical. Habe ich mir auch schon viele Fortbildungen angeschaut. Ist bestimmt für den einen oder anderen Patienten das Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Versorgung, gerade wenn man lange Versorgungszeiten und größere Knochenaufbauten vermeiden will, die ja auch mit Risiken verbunden sind. Nicht jeder Knochenaufbau funktioniert, wissen wir alle, oder ist nach 3 Jahren wieder weg. Und da ist das Ostzygomaticum doch ein guter Bereich, wo man Implantate inserieren kann. Die Firma Norse Medical hat hier ein spezielles System, was man hier rechts sieht, entwickelt. Also eine knochengelagerte Schablone, mit der man Zygoma-Implantate komplett einbringen kann, auch die Multi-Units aufschrauben kann. Und erst danach wird die wieder abgeschraubt. Es ist sicherlich ein bisschen aufwendiger, wenn man es freihändig macht, aber ich denke, gerade wenn man damit anfängt und die Planung zusammen mit Norse Medical macht, gibt das dem Operateur doch einige Sicherheit. Zygoma-Implantat ist sicherlich auch nicht immer möglich, weil auch der Zygoma nicht immer genug Platz gibt, aber wenn, dann kann man damit so sicherlich gut versorgen. Okay, Prothetik ist natürlich extrem wichtig, weil die Implantate an sich müssen fest werden, aber obendrauf soll natürlich auch eine Versorgung erfolgen und die Multi-Units kennt man ja von vielen Implantatherstellern. Manche Implantathersteller haben da einen eigenen Weg gefunden oder gesucht, was dann immer ein bisschen dumm ist, wenn man die Implantate dann mischt. Also ich hatte neulich mal einen Patienten, der hatte schon 2 Alternativimplantate, möchte ich das mal nennen. Und dann musste ich da die Multi-Units kaufen, die aber nicht kompatibel waren zu vielen Systemen, die so auf dem Markt sind. Noble Biocare als Entwickler oder Namensgeber der All-On-Geschichte kompatibel. Das ist hier gegeben. Auch wenn jemand noch
Prothetikteil, der im Schrank liegen hat, ab Form Kappen oder Ähnliches, kann er die natürlich da verwenden. Habe ich auch schon gemacht. Gerade meine ersten Fälle, da hatte ich, glaube ich, vorher geguckt, passt das und es funktioniert wunderbar. Natürlich hat Neuss auch diese Teile komplett im Angebot und die machen auch einen guten Eindruck. Und werde sie demnächst auch mal mitbestellen. Aber was man hier sieht, was besonders wichtig ist in meinen Augen, wenn man denn gewinkelte Implantate setzt, hat man bei vielen Implantatherstellern nur 17 oder 30 Grad oder man braucht Sonderanfertigungen. Hier sind von der Stange zu bekommen 17 bis 60 Grad für die Zygoma-Versorgung sicherlich wichtig oder für die Pyrogid-Versorgung eben 40, 45 Grad Winkel mit verschiedenen Gingiva-Höhen hier zu sehen. Kann man alle bestellen, kann man alle einsetzen. Was aber dazu kommt, ist dann das, was Sie jetzt hier sehen, um die auszuwählen. Ups, das war zu schnell. Gibt es hier ein oder auch, wie nennt man es ja, Führungsstift, Winkelhilfen, ja, so möchte ich es mal nennen, die man entweder in das Implantat einsteckt über das, den Sechskant hier. Und dann kann man testen, wie ist die Orientierung, brauche ich 17, 30 oder gar 45 Grad und muss ich das Implantat vielleicht noch ein bisschen weiter drehen, damit das optimal dann einzubringen ist. Das ist ja ein Sechskant. Wer das in der Knochenbohrung schon mal überprüfen möchte, hat auch noch diese Möglichkeiten hier, sich diese Hilfen zunutze zu machen. Persönlich denke ich, dass das hier mit dem Implantat sicherlich die bessere Variante darstellt. Okay, also die Leute machen sich da schon eine Menge Gedanken und sicherlich auch von vielen Kollegen, die Erfahrung gesammelt haben, sagen, Mensch, ja, ist ja alles schön und gut. Ich habe jetzt meine Schablone, die ich oben drüber setze, damit ich weiß, wo die Zähne stehen bei den Patienten. Aber brauche ich jetzt 17 oder reichen 17 Grad Abutment oder muss ich auch noch mehr Winkelung haben? Kann man damit sicherlich vorab gut testen, bevor man die Sachen aus der Packung holt. Noch zum Werkzeug. Was im Katalog auch zu finden ist, Ratscher hat jeder, Remo mit Ratscher hat auch jeder. Dieser Schraubendreher, das ist ein gerader Schraubendreher, da passt vorne zum Beispiel der Halter des Implantates drauf, aber auch die ganzen Schraubendreher. Was das Gute daran ist, es ist eben nicht diese Winkelstück-Normverbindung, sondern das ist eine großflächige Sechskantverbindung zwischen Instrument und diesem Schlüssel, chirurgischen Schraubendreher, der wirklich eine dosierte Krafteinleitung ermöglicht und die Einbringinstrumente dann auch bei höheren Drehmomenten nicht verbiegen, also zumindest die Ansätze. Was mir schon passiert ist, dass man die dann relativ schwer rauskriegt aus diesen Schlüsseln. Aber was wirklich ganz toll ist, ist das Instrument, oder das hier ganz unten, das Winkelstück zur Drehmomentsteuerung, habe ich mir auch gleich besorgt. Sieht man hier im Einsatz. Warum ist das so toll? Ich habe so einen Akkuschrauber auch in der Praxis. Der dreht sich auch alleine, wenn ich auf den Knopf drücke. Aber zum einen kann es sein, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das vielleicht mal nicht in eine Steckdose gesteckt haben. Dann läuft er nicht. Zum anderen ist das vom Feeling. Also zumindest ich habe da kein Feeling, wenn ich das Ding draufstecke und die 1,2 mm Schraube da irgendwo einbringen will, fühle ich manchmal nicht, ob ich überhaupt im Kopf drin bin. Das ist hier mit diesem Teil definitiv anders, weil noch mal einen Schritt zurück. Ich am Handgriff mit der einen Hand drehe, hier das Drehmoment einstellen kann, sowohl für Einbringen als auch für Ausbringen. Und hier vorne ganz locker mit der anderen Hand oder dem anderen Finger fühlen kann, ob das eingerastet ist. Also in meinen Augen deutlich besser als jeder Akkuschrauber, den man in der Praxis dafür verwenden kann. Zumal auch hat sicherlich jeder schon, der so einen Akkuschrauber mal, ich kenne jetzt nicht den richtigen Ausdruck dafür, ich sage jetzt einfach mal Akkuschrauber, ein bisschen despektierlich, der das benutzt hat, ich bringe einen Gegenüberformer ein und habe da 10, 12 Newton-Zentimeter eingestellt. Man hört dann, wie das sich so langsam anzieht und auf einmal ruckt es. Und wenn das Drehmoment größer wird, dann bewegt sich der ganze Patientenkopf, was nicht so schön ist. Das kann man hier definitiv mit seiner Hand deutlich besser steuern. Also ein tolles Teil, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn er keine Norris-Implantate setzen wird. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ich denke, das ging relativ zügig. Ich möchte mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit
bedanken. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es Fragen gibt dazu. Kann ja mal gucken. Ja, ich habe Deutsch gesprochen, stimmt, sehe ich gerade. Hat jemand gefragt. Ja, es tut mir leid, wenn jetzt englischsprachige Kolleginnen und Kollegen dabei waren. Das ist jetzt hier für Deutschland gemacht und ich habe jetzt Deutsch geredet. Ups, gehe nochmal eins zurück. Wenn da Fragen sind auf Englisch, kann ich die ja sicherlich auch auf Englisch beantworten, so leidlich. Aber wenn Fragen sind aus Deutschland, stehe ich jetzt auch für Fragen bereit. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie die Zeit mit mir hier verbracht haben. Ja, da hat jemand die Hand gehoben. Was bedeutet? Dr. Lenz, sehen Sie jemanden, der Fragen hat oder gibt es Fragen? Nein, die Leute bedanken sich, aber sonst sehe ich hier, klar, Moment, Chat, was ist in der Chat? Nein, German only, I thought, nein, da. Nein, sehe ich keine Frage im Moment. Dann ist alles klar, oder? Super, war sehr interessant. Vielen Dank, Herr Mankow, haben viel gelernt. Gerne. Ein wunderschönes Webinar, vielen Dank. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke, schönen Abend. Vielen Dank an allen. Tschüss.